Ich wollte mich heute nochmal zum Dewahm bei Defne äußern. Der Dewahm, das ist ein Dönergeschäft mit recht übersichtlicher Speisekarte in Konstanz, den ich ausführlich getestet habe. Ich verlinke euch das Video am Ende dieses Videos und ich wollte hier nochmal eine Nachbewertung abgeben, denn ich war ein zweites Mal da. Hab mir das gleiche geholt: Kebab im Fladenbrot mit Salat und Soße nach Wahl. 7 Euro kostet der Spaß mit Geschmacksverstärker. Und dieses Mal habe ich mich für zwei Soßen entschieden. Beim ersten Mal war es nur eine Tzatziki-Soße. Dieses Mal habe ich noch eine Cocktailsoße mit oben drauf bekommen. Ich wollte dem Döner, der sieht so aus, von innen einfach eine zweite Chance geben. Hab diesmal beide Soßen genommen, weil das Tzatziki erschien mir etwas langweilig beim letzten Mal. Und ich bleibe dabei, das wollte ich nochmal sagen an der Stelle. Der Döner ist sehr, sehr üppig gefüllt. Die einen mögen das gut finden, die anderen mögen das weniger gut finden. Ich hatte tatsächlich wieder große Probleme beim Essen. Der ganze Döner fällt auseinander. Das Brot ist so ein bisschen brüchig, kross. Das war auch leicht verbrannt unten. Das muss man mögen. Manche mögen das, glaube ich, tatsächlich. Meins ist es nicht unbedingt. Es gibt da die ein oder andere Stellschraube, an der man noch was machen könnte. Aber geschmacklich ist dieser Döner top. Das wollte ich nochmal hervorheben. Er schmeckt wirklich super. Ich glaube ja auch, dass das kein Hackfleischspieß ist. Und dementsprechend werde ich auch die Bewertung verändern. Und das Ranking sieht jetzt so aus. Ich sortiere hier nach Bewertung. Buffet und Dewahm sind gleich auf 2,7. Die anderen bleiben, wie sie sind. Ich wollte hier das fairerweise sozusagen nachkorrigieren. Meine erste Bewertung mit beiden Soßen schmeckt es wesentlich besser. Und das war es auch schon wieder. Ich weiß gar nicht, wann der nächste Test kommt. Mir reicht es momentan erstmal mit Döner, aber es kommt bestimmt wieder einer irgendwann. Bis dahin, hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Wo geht ihr zum Beispiel gerne hin in der Region? Abo und oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Glocke drücken nicht vergessen, dann verpasst ihr keinen zukünftigen Test mehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.